Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Freitagmorgen. Einen wunderschönen. Ja, gestern nach der Folge habe ich einmal nochmal den wunderschönen Tucano hier abgetankt und da war er auch schon an der letzten Bahn und ich dachte mir, die fahre ich einmal mal selber, weil es ist die letzte Bahn und die kann man auch schon gerne mal selber fahren. Das heißt, wir haben noch ein paar Meter und dann haben wir die Mission auf Feld, 181. Auch abgeschlossen, das heißt wir können diese, weiß nicht mehr ganz genau, wie viel kriegen wir, 5000, 6000, 7000, irgendwas um den Dreh, glaube ich, das wir bekommen. Wir können dann einfach nochmal nachgucken oder wir sehen es ja dann. Den Raps, den wir das übrig haben, muss ich mal gucken, ob wir den bei den Schweinen reinhauen können, ansonsten wird er verkauft, weil wir haben ansonsten keinen richtigen Verwendungszweck dafür. Da kann man dann mal schnell den Kurs wegmachen, den brauche ich jetzt nicht mehr. Ja, und ansonsten hat der TP-Fahrer das eigentlich relativ sauber abgedroschen. Das heißt, da gibt es keine Probleme. Hoffe ich mal. So, zack. Dann können wir eigentlich schon ausschalten, wenn wir sind, soweit ich sehe, fertig. Ich fahre den Steier hier runter. Können wir schon mal aus. Da war er. Ich hoffe mal, dass das eine noch da reingeht in den Anhänger. Es wäre nicht so optimal, wenn wir jetzt extra noch mal ein zweites Mal dann fahren müssten. Ah, glaub, ja, das dürfte eigentlich schon da gehen. Wir haben jetzt 84% drin. Also ich habe gute Gedanken. Ich weiß nicht, wie sagt man denn dazu? Ich habe auf jeden Fall ein gutes Gefühl, dass das reingeht, sagen wir so. Bremsen, Alter. Also gespannt bremst schon auch nicht mal nicht so leicht. Oh, der ist schon leer. Ja moin, da ging alles rein. Das ist natürlich perfekt. So, dann werden wir gleich mal dem Drescher, ja. Den Schneider vom Drescher abkoppeln. Sollen wir uns gleich nochmal nach einer zweiten Dreschmission umgucken? Ja, wenn der Drescher gerade schon draußen ist. Reparieren braucht er noch nicht, also der hält locker noch ein Feld durch. Also der Schneidwerk ist jetzt zu 28% beschädigt und der Drescher zu 12%. Oder was heißt beschädigt, ist halt einfach Abnutzung. Und ich glaube, da können wir locker noch ein Feld dreschen, also. Meine Vermutung oder Herangehensweise, sagen wir so. So, wir gucken uns mal einmal mal kurz, ob uns denn eine Mission ins Auge sticht, die wo wir annehmen könnten. Na, 5000 kriegen wir. Aber ich glaube, wir haben da nicht so richtig preistechnisch was Gutes gefunden. Die wollen wir dann nochmal machen auf der 14 düngen, weil das gibt ganz gut Kohle. Die 5000, die nehme ich gerne nochmal an. Ne, ist halt wieder so eine langwierige Aufgabe und ich will eigentlich schon bald vorspulen, weil wir schon alle Felder angesehen haben und so weiter. Ne, Drescher-Mission gibt es keine weitere. Das heißt, wir fahren unseren Drescher nach Hause und dann wird da das restliche. Wir können eigentlich. Oh, stopp, warte mal. Ich lasse einfach den Steier gleich hinterherfahren, ein Stückchen auf jeden Fall. Zack. Weil dann müssen wir den Teil hier auf jeden Fall nur einmal fahren. Und nicht zweimal dann. Bremsen, zack. Ja, cool. Egal. Hat er das schon immer gemacht, dass er einfach rausgegangen ist, wenn er keinen Bock mehr hatte? Wieso hat er jetzt den Motor ausgemacht? Junge. So, warte mal. Ich fahre den jetzt einfach nochmal ein Stückchen zurück.
So, und jetzt ganz schnell den Drescher vorne einsteigen, dass ich nicht wieder sage, er steckt fest. Ah, der ist noch. Ja, vielleicht ist er noch auf 1 km/h eingestellt, das kann gut sein. Ah ja, ist jetzt auch so. So, dann drehen wir mal kurz hoch. Jetzt muss ich mich beeilen. Okay, Gas. Oh. Ging noch, alles gut. So, wir haben jetzt das Gute, die Autos kommen nicht nur in eine Richtung, das heißt, wenn wir jetzt hier runterfahren, haben, dürfen wir keine Probleme haben. So, kommt er da hinten? Ich höre ihn auf jeden Fall. Das könnte knapp werden mit dem Auto. Ah, ne, ging sogar. Weil ich war dann, oh Gott. Weil ich war der Meinung, ich habe im Glücksspiel schon noch ein Auto gesehen. Da kann ich mich auch getäuscht haben. Den hier rechts hoch. Ah, zu einem Waldgebiet, okay. Aber wenn wir dann bremsen, wette ich mit euch, der fährt uns hinten rein. Weil der fährt 53, oder kann er 53 Spitze fahren. Ne, wir hätten hier auch schon runterfahren können. Aber müssen wir nicht. So, warte mal, wo muss das Zeug denn eigentlich hin? Ah, okay. Zum Landhandel, wo eigentlich so gut wie alles verkauft wird. Aber ich muss nicht mal Gas geben, ich lasse ihn einfach gerade rollen. So, ah, das ist ein bisschen geschubst gerade. Der Fuß. Oh, das war aber knapp bei den Fußgänger. Eieieiei. Aber ich hoffe für dich und Bildschirm dann vorne gleich rechts oder links ab. Blinkt da. Okay. Gott! Also vielleicht geht es auch noch ein bisschen früher, Herr Kollege. Also, das ist ja Unterstückstiefe. Hierin. So, also, packe den. Hat jemand den Steier gesehen? Oh, wir haben ihn verloren. Nee. Hier ist er. Der ist aber noch ganz schön weit zurück, der Kollege. Na gut. Ja, okay, er hat auch gut entlascht hinten dran. Muss ich jetzt hier schon. Ja, hier muss ich hoch. Dann fahre ich gleich nochmal die Anhänger, das ist ja nicht, die sind ja gleich da vorne. Die werde ich jetzt dann gleich entladen. Und dann gucken wir mal nach, ob die Schweinchen den Raps annehmen wollen. Ich glaube zwar nicht, dass die Raps fressen, aber wir können es auch mal probieren. Oder einfach mal nachschauen, sagen wir so. So, da halten wir mal ganz kurz, da gucken wir mal nach. Da sind unsere Schweinchen. Was wir auf jeden Fall brauchen, Wasser und Stroh. Stroh kann ich momentan noch nicht liefern, oder? Habe ich was im... Ne, ich glaube, Stroh kann ich noch nicht liefern. Wasser kann ich liefern. Ja, normalerweise kann ich liefern. Ich muss mal gucken, wo es das denn gibt. Gras, Klee, Frischmais, Mais, Weizen, Gerste, Sojabohnen, Raps. Oh, ihr könnt sogar Raps in den reingeben. Ja, das ist natürlich dann nicht das Problem, ne? Okay, gut, dann entladen wir den hinteren Anhänger erstmal, gucken. Oder warten auf das Symbol einfach mal rechts oben. Okay. Das mit 40% kann irgendwie nicht ganz stimmen.
Wir laden noch ein bisschen was. Ah, jetzt. Perfekt. Dann ist die Mission abgeschlossen. Das heißt, nee, ganz abgeschlossen ist noch nicht. Wir müssen noch die knapp 6000 kassieren. Katsching. Da haben wir wieder, sind wir wieder auf 200.000 aufgestiegen. Und wir haben sogar noch knapp 5000 Liter Raps übrig. Das heißt, unser fährt hier rein. Nee, okay. Ja, der fährt hier rein, aber die blinken halt hier immer so spät, das kann man richtig schwierig dann einschätzen. Ja, ich wollte eigentlich gerade. Ne, fahren wir jetzt gleich runter. Ich wollte eigentlich den Steiger stehen lassen, aber den Raps bringen wir ihn gleich rein. Ja, hier geht's runter. Ja genau, hier geht's runter, perfekt. So, ich fahre gleich mal hier rein. Denn... Oh, war das so eine gute Idee, ist die Frage jetzt. Aber ich glaube, das dürfte funktionieren. Ja, das geht schon. Das muss funktionieren. So. Oh. Ja gut. Das ist dann natürlich ein bisschen blöd, ne? Der Steiger ist zu groß. Das heißt aber auch die Anhänger sind zu groß. Ja gut. Das ist natürlich dann ein bisschen blöd. Tja, gut. Also auf das war jetzt gar nicht eingestellt, dass der Steiger da nicht reinpasst. Aber okay. Das heißt, wir müssen den kleinen Johnny dafür verwenden, weil der müsste eigentlich reinpassen. Die Frage ist nur, wir haben ja dann wahrscheinlich keinen anderen Anhänger, der da reinpasst, ne? Weil wir haben eigentlich nur die zwei Reichhänger, den Dreiachser, und dann noch den Dreiachsen Silierwagen, und von denen passt keiner rein. Weil der Silierwagen ist ja noch höher. Und der Dreiachser, der schon was wir haben, der ist auch glaube ich noch ein bisschen höher. Das heißt, das ist nur die Frage, ich habe mal einen gesehen, den haben wir auch bei einer Teaser auf der Gemeinde Rade auch. Oder ich weiß gar nicht. Ne, die Folge müsste eigentlich schon draußen sein. Auf jeden Fall, da haben wir einen Annaburg. Jetzt müssen wir nur dann gucken, ob wir den mit drauf haben, weil dann. Oh. Junge. Wollte ich mich. Oh, geht. Gott. Die Straße ist doch eindeutig zu eng hier für den Drescher und für ein Auto. Das ist nicht möglich. Weil ich war ganz an der Wand mit dem Reifen, also ganz dran. Und der hat mich trotzdem noch getroffen. Aber alles gut. So. Fahren wir jetzt einmal über den Händler. Ich hätte eigentlich. Oh. Stopp da hinten nicht so schnell. Bremst. Nein, nein. Oh. Oh Gott. Sieht aber nicht ganz so gesund aus hier. Hilfe. Ich komm, Alter. Oh Gott. Das ist natürlich mega suboptimal. Oh Scheiße, wartet. So. Jetzt kann das nicht mehr stören. Habe ich tatsächlich heute vergessen, sorry dafür. Aber es war nur ein ganz kurzer Klingler, also. Ich glaube, das macht nichts aus. Ich wollte jetzt eigentlich den zum Händler zum Reparieren reinfahren. Aber ja. Ich glaube, wir gehen ihn vorher waschen. Also nach dem Crash braucht er auf jeden Fall eine Reparatur.
Und da ist der Steuer. Dann werde ich den Rest, den Rost, den wir jetzt drin haben, ins Lager entladen. Und den dann später für die Schweinchen rausholen. Aber das ist schon ein bisschen blöd dann, ne, wenn der Steuer da nicht reinpasst. Das ist aber dann ein ganz niedriger Stall, also wirklich niedrig. Ach ne, ich habe nämlich nur Heu hier. Stroh habe ich nicht. So, ja, das geht immer noch locker. Ich war anfangs ein bisschen skeptisch, ob wir dann nicht mehr laden können, aber das geht noch. So, Raps hier drin. Perfekt. Machen wir da wieder die Plane drauf und da auch. Hallo? Wieso jetzt da keine. So, jetzt hat. Wahrscheinlich war er nicht ganz unten war, deswegen hat er wahrscheinlich keine drauf gemacht. So, komme ich jemals lebend rum? Ja, nicht ganz optimal, aber es geht. Normalerweise fährt man ja auch von unten rein. Den fahre ich jetzt hoch, weil den waschen wir dann auch gleich, oder wasche ich auch gleich nochmal ab. So. Alter, das sieht aus, meine Güte. So, Schneidwerkküchen, Schneidwerkswagen sieht eigentlich noch relativ okay aus. So, Schneidwerks, die Patina ab. Reifen hier wird natürlich auch noch gewaschen, hier Schneidwerkswagen. Das muss natürlich alles ein bisschen schön glänzen, ne? Nach der Arbeit, nach der Saison des Dreschens muss das natürlich auch gepflegt werden, hier wieder alles abgeschmiert und so weiter. So. Bisschen ist er noch leicht dreckig. Aber ganz penibel sauber muss er jetzt auch nicht sein. So, es passt. Hallo, sollte. So, dann werden wir den gleich mal in die Halle reinfahren. Dass der schon mal wieder aufgeräumt ist. Ne, wir packen ihn doch noch nicht in die Halle rein. Oder? Wartet mal, habe ich. Weil ich würde gerne meine Sachen auch am Hof reparieren können. Das wäre ganz gut. Und dafür bräuchten wir. Genau, sowas hier. Ja, genau. Wo platzieren wir das dann am besten hin? Ich würde sagen, hier hinten, da stürzt kein. Oder da vorne. Da stürzt natürlich dann auch keinen. So, wir drehen das aber ganz immer, dass der Kasten an der Wandseite steht. Oh komm, so kann ich es jetzt hier nicht platzieren. Jetzt irgendwie sind wir weiter oben. Nee. Ja gut, dann platzieren wir es halt dahin. Aber ich habe doch normalerweise. Na doch, habe ich an. Egal. So, dann fahren wir das ganze Ding mal zum Reparieren hier drin. Das mit dem. Kommen wir hier rum? Ne, kommen wir nicht, schade. So, jetzt halt noch ein bisschen zurückschieben. Vielleicht jetzt halt. Oh, nee. Oh, ich habe wieder das Problem mit dem Schneidwerksding. Bei dem Dresch plus Schneidwerkswagen wieder nicht bedacht, dass wenn er zu stark eingeknickt wird, dann haut's ihn weg. Oder haut's uns Dresch, den Drescher weg. Oh. Boah, ich dachte gerade schon, ich bin wieder zu eng gefahren, aber geht glaube ich noch. Ich fahre jetzt ein Stückchen vor. So, hier können wir glaube ich alles reparieren. Ja, zack. Der Treppe wir natürlich auch. Der braucht nicht reparieren. Okay, perfekt. Dann haben wir auch wieder alles durchrepariert. Dann machen wir nochmal die. Tore sind noch offen, perfekt. Oh, hier muss ich mal vielleicht den Boden noch ein bisschen anpassen, da ist eine leichte Dolle drin. So, ich sehe mal wieder 0. So.
sieht doch gut aus. Ich glaube, ich wollte eigentlich heute noch ein bisschen Schweinchen kaufen, aber ich glaube, das wird. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Wir sind jetzt bei 20 Minuten. Aber was ich dann wahrscheinlich noch machen werde, ist auf jeden Fall den Anhänger noch mal kaufen. Weil wir sind schon wieder jetzt bis zum nächsten Mal vergessen, da wieder runterfahren. Und dann haben wir das gleiche Problem. Das wäre ein bisschen suboptimal und peinlich gleichzeitig. So, und um Leute aus, Licht aus, passt. Tore werden geschlossen. Passt perfekt. Wir haben jetzt noch knapp 5. Oh, da kann ich durchlaufen, okay. Knapp 5-6 Minuten. Ich glaube, da können wir noch ganz gut was schaffen. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal die Steuer plus die Anhänger abwaschen. Und die dann schon mal wieder auf die Seite stellen. Und dann brauchen wir auch noch ganz dringend unsere Felder fertigstellen. Weil Feld Nummer 80, wenn ich mich nicht täusche, haben wir ja gestern angesehen. Und. Oder fertig angesehen zum Schluss nochmal. Ich glaube, habt ihr es noch gesehen? Ich glaube nicht. Der ist da, wo ich dann das Thumbnail für das Video gemacht habe, ist er fertig geworden. So. Perfekt. So, das ist sauber. Oh, der Steiger könnte man auch noch ein bisschen abwaschen. Der sieht jetzt auch nicht ganz so prickelnd aus. Auf jeden Fall nicht. Die weißen Felgen und mit dem ganzen Schmutz drauf, das geht nicht. So, und die waschen wir natürlich auch schon ab. Scheiben sind natürlich auch klar. Wir müssen eine klare Sicht haben. Das Steuerzeichen plus TVT 6230 muss natürlich auch gut zu lesen sein. Dass die Leute auch sehen, was denn wir hier für den Steuer fahren. So. Ja, jetzt blinkt es doch wieder. Jetzt glänzt wieder alles. Das ist doch wunderbar. Dann heißt unser Anhänger parken wir wieder hier. Schön hinter der Halle. Bisschen Bäumchen unauffällig. So, zack, abgestellt. Dann fahren wir den Steier hoch in die Halle. Da wo hier normalerweise sonst drin steht, kann ich ihn tatsächlich noch nicht reinfahren. Das heißt, wir parken ihn neben dem Xerion. Zack, Vorwärtsgang nochmal drin. So, passt. Handbremse an. Oder aus und Umleuchte aus. Passt. So, jetzt gucken wir nochmal kurz nach, ob ich denn den Anhänger drauf habe. Müsste ich, da genau, den habe ich gemeint. Was ist da der Unterschied? Wieso habe ich da zwei drin? Hab ich die mal gedoppelt? Das kann natürlich sein, ne? Ja. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich mir den kaufen soll, aber wir kaufen uns den einfach mal, weil der ist schön flach, der geht da auf jeden Fall easy rein. Ne, die Erhöhung brauchen wir nicht. Ja, 18.000 Liter, das passt. Oh, kurzer Lag. Ja, wir nehmen auf jeden Fall mit Planet Trelleborg, Michelin. Oh, Michelin, Standard. Es bleibt auf Standard, nur der Preis geht. Oder runter. Nehmen wir die, das passt. Das nehmen wir mit, weil das finde ich ganz geil bei dem. Schutz. Ja, so und hinten nochmal das, genau. Oben anhängen oder unten. Ich glaube. Ich würde sagen unten, so passt. Die Farbe. Was damit gemeint? Hauptfarbe, der bleibt gleich. Ah, die Plane oben. Oh ja, in Schwarz sieht's geil aus. Ja, den nehmen wir in Schwarz, das passt so den. Kaufen wir uns für 36.000. Ein bisschen Geld weggegangen, das war jetzt eigentlich auch ein Kauf, den ich angekündigt tätigte oder einfach nicht vorausgesehen hatte. So, dann lassen wir jetzt einmal kurz hier stehen. Weil ich hätte es ja auch nicht gewusst, dass man da nicht reinfahren kann.
Gott. So. Aber der kleine Johnny müsste da auf jeden Fall reinpassen. Oh scheiße, da kommt ein LKW. Zum Glück ist der Johnny hier so klein und knuffig. Da kann ich schön auf die Seite fahren. Ohne dass uns das Auto oder der LKW wegrammt. So, jetzt mal ein bisschen auf die Tube drücken. Wir sind jetzt zwar schon bei 25 Minuten, aber ich will den Schweinen heute noch etwas zu fressen geben, sonst kann ich nie einschlafen. Alter, der Hund. Gott, rennt einfach mitten auf die Straße. So. Weil dann halten die Schweinchen nämlich auch locker überlebend aus bis Montag, bis die nächste Folge kommt. Perfekt. Ach ja, das sieht doch schön aus, das Gespann. Ja, finde ich auf jeden Fall. Das hat was. Ja, schön, das auch bei uns brav am Rumlaufen. Wenn man jetzt ladet, dann müsste eigentlich da sein, wo man auch. Oder Befüllrohr ist ja da, wo es zum Entladen ist. Zack. Wo haben wir es denn? Raps. Durchklicken hier. Und hier kann man auch, ihr seht, hier kann man alles einlagern. Deswegen. Wow, ich hätte einfach nur. Ach Gott. Macht es mir aber auch unnötig schwer, ne? So, da haben wir die 5 Liter. Viel sind es zwar nicht, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen was. Womit die Schweine auf jeden Fall eine Zeit lang überleben werden. So, wir machen natürlich die Plane drauf, dass da keine anderen Sachen reinfliegen können. Denn wir wollen unseren Schweinchen natürlich nur das Beste geben. Und nicht, dass die gleich am Anfang schon irgendwas falsch bekommen und dann sterben. Das ist natürlich nicht so optimal. Ich glaube, dann würde uns der Viehhändler keine Tiere mehr verkaufen. Na, der Hund ist weg, okay. Sag, dann fahren wir hier runter. Aber ich hoffe jetzt wirklich, dass wir da reinkommen. Ah, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Doch, komm, oder? Doch, die Leiter. Oh, zum Glück hat die Leiter keine Kollision. Oh. Ich muss dann noch weiter über alle die Einfahrt, ne? Ist schon. So, ich fahr jetzt gern an die Wand dran, dass wir hier auf jeden Fall rein. Komm schon. Gib alles. Zieh den da. Oh. Wenn es so nicht geht, dann halt mit Schmackes. Durch da. Alter. Sagen wir jetzt nicht, der ist auch zu groß. Alter. Was ist das denn für eine kleine Einfahrt hier, Junge? Geht doch einmal kurz ausgestiegen und da geht's. Oh, jetzt habe ich nur ein Problem. Das ist nämlich, soweit ich weiß, kein Abschieber. Ach, nee. Jetzt habe ich nur noch eine Chance. Doch nicht, weil ich jetzt davon hier anstehe. Ich gehe in die Nase kurz. So. Und so, wenn es natürlich jetzt auch nicht funktioniert zum Abladen. Das heißt, ich habe noch die eine Chance, wenn ich hier weit vorne ranfahre, dass ich dann immer noch das Abladesymbol habe. Okay, so weit vorne habe ich es nicht mehr. Aber hier habe ich es. Okay. Oh Gott, das ist jetzt ganz so gar nicht schön. Eieieiei. Das ist unangenehm. Aber Leute, können wir mal verraten, wie soll man denn da die Schweine Futter geben? Also jetzt mal Real Talk. Wie soll das denn gehen?
Also, ich muss jetzt gucken, ob ich überhaupt die 100 Liter hier noch reinkriege. Weil es ist natürlich. Oh, ja, okay, der ist leer. Der ist gut. Boah, Alter. Ja gut, das war eigentlich so nicht geplant. Aber wenn die einfach das so mini ist. Boah. Gut, ne? Also wenn ihr dann einen passenden Anhänger hättet, so, es wäre noch sogar noch ein kleinerer recht Abschieber. Das wäre nicht doch entweder Abschieber oder mit Rollband, das wäre perfekt für die, für den Stall hier. Weil das ist ja so mini der Alter. Also ich hatte da wirklich zu kämpfen. Aber gut, liebe Leute, wir sind für heute dann auch fertig, weil wir sind jetzt schon bei 31 Minuten. Ich habe 6 Minuten überzogen. Aber ich hoffe, das macht euch ja normalerweise nichts aus. Ihr freut euch ja, wenn die Folgen ein bisschen länger sind. Auf jeden Fall. Dann ja, schreibt es mir wie gesagt gerne in die Kommentare, ob ihr den einen Anhänger wisst, der für die Stappenbau auf jeden Fall für den Schweinehof perfekt wäre. Ansonsten muss ich halt gucken, ob wir dann einen anderen Schweinehof nehmen, weil das ist natürlich dann absolut scheiße, ne? Also geht's mal Real Talk, da kann man das Wort Scheiße auch mal wirklich verwenden, weil das ist blöd. Aber gut, ich rede nicht weiter drum rum. Wir sind für heute fertig. Dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Restlichen Freitag und wir sehen uns dann demnächst hier auf der Stappenbau. Und bis dahin, haut rein und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.